37. Spieltag in der Penny DL und erstmals in dieser Saison keine Zuschauer in Krefeld. Dabei brauchten die Pinguine von Igor Sakakin so dringend Unterstützung. Zuletzt gab es 4 Heimniederlagen. Heute traf man auf formstarke Nürnberg Ice Tigers, die Mannschaft von Tom Rowe, der ja seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert hatte. Aber Krefeld kam gut in die Partie und machte zu Beginn viel Druck. Arthur Skulda auf Lukas Lessio und der küsst das erste Mal den Pfosten. Vorbei an Alex Thibault, der heute den Vorzug von Niklas Treutle bekam. Krefeld mit viel Drang nach vorne. Das ist Lukas Lessio, Strafe angezeigt gegen Nürnberg. Und das 1:0 von Robert Sabolic. Alex Thibault das erste Mal überwunden. Schöne Vorlage von Jeremy Bracco, der gut skatet. Und dann Robert Sabolic ganz trocken vorbei an Thibault ins lange Eck. Dann gab es eine Überzahlmöglichkeit für die Pinguine. Und wir schauen uns den Save dieses Spiels an. Alex Thibault. Unfassbar, wie er diesen Schuss von Alexander Bergström hält. Bergström macht alles richtig. Thibault hechtet rein und hält die Kelle rein. Puck geht ganz knapp am Tor vorbei. Sicherlich einer der Saves in diesem Jahr. Tom Rowe konnte nicht zufrieden sein mit der Vorstellung seiner Mannschaft im ersten Abschnitt. Im zweiten Drittel war Nürnberg dann aber stärker, machte viel Druck. Das ist Gregor McLeod auf Daniel Schmölz und Patrick Reimer. Das 1:1 verdient zu diesem Zeitpunkt. Nürnberg mit gutem Kombinationsspiel. McLeod rüber auf Schmölz und der liegt quer. Kein Problem für Patrick Reimer. Und die Ice Tigers, sie setzten nach. Scheibe erkämpft von Blake Parlett. Dann bringt Jake Ustorf den Puck zu Tyler Shee und der wirft die Scheibe einfach mal vors Tor. Marco Friedrich jubelt. Sergej Belov beschwert sich. Er sei da behindert worden von Marco Friedrich. Der Puck trudelt rein, vorbei an Belov. Allerdings wird Friedrich reingestoßen von Jensen Abo. Reguläres Tor. Das sahen die Referees auch so. Was nicht zu entscheiden war, war, ob Tyler Shee oder Marco Friedrich zuletzt an der Scheibe waren. Krefeld hatte dann noch eine gute Möglichkeit zu Ende des zweiten Drittels. Lukas Lessio nach Vorlage von Jeremy Bracco in Überzahl. Allerdings blieb es beim 2:1. Igor Sakakin konnte nicht zufrieden sein mit der Vorstellung seiner Mannschaft im Mittelabschnitt. Und auch im letzten Drittel war Nürnberg stärker auf dem Gaspedal, die Ice Tigers. Und mit der guten Möglichkeit Julius Karrer an den Pfosten. Da wäre Sergej Belov geschlagen gewesen. Karrer schießt Leon Niederberger an. Und von da aus geht die Scheibe dann an den Pfosten. Und eben dieser Leon Niederberger sollte dann seinen großen Auftritt haben. Krefeld befreit sich über Anton Berlev. Der legt mal quer auf Niederberger und dann lädt Leon Niederberger durch. Der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt ein wenig schmeichelhaft. Igor Sakakin hatte die Reihen umgestellt. Berlev an die Seite von Niederberger und Laurin Braun gestellt. Igor Sakakin machte seine Mannschaft nochmal für die anstehende Overtime heiß. Und die hatten ihm anscheinend gut zugehört, insbesondere einer. Niklas Lucenius, der zieht hier die ganze Aufmerksamkeit der Nürnberger auf sich, schüttelt Patrick Reimer ab. Und dann hat Lucenius das Auge für Lukas Lessio und der macht den 3:2 Siegtreffer für die Pinguine. Klasse gemacht vom Finn und dann der 15. Saisontreffer für Lukas Lessio. Ein überglücklicher Matchwinner, der weiß, bei wem er sich zu bedanken hat und ein frustrierter Jack Ustorf im Interview. Yeah, it's, you know what, I didn't really get a lot on the shot. It was, I was lucky for it to go in, but that play's all Nicholas, you know, he grabs a couple guys toward him and then he throws over the no looker, you know, I was just fortunate enough to bury it for him. You know, it sucks to end the year like that. You know, we've been playing good hockey. I mean, last game we played against Bietigheim wasn't that great, but like you said, I thought we were pretty dominant in the game and I feel like we deserve those 3 points, but you know, sometimes it doesn't go your way.
In einem engen Spiel behält Krefeld 2 Punkte zu Hause. Nürnberg muss sich geschlagen geben, muss am Sonntag im neuen Jahr gegen Schwenningen ran. Krefeld greift am 5.1. wieder in die Penny DEL ein. Dann geht's gegen Iserlohn. Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.